Hallo. Mal, das ist. Na, ihr zwei. Das für Na, du Bäckerei. einer? Ja, moin. Ja, Na, ihr zwei. eins, Ein zwei. Oh, haben doch, hier auch oh. rumangefangen. Na, ihr zwei? Ja. Was treibt ihr? Haben gerade Langeweile und ihr? Na, wir warten gerade noch. Worauf? Auf besseres Wetter. Noch besser geht's doch gar nicht. Na, ein bisschen wärmer könnte es sein, oder nicht? Randy ist verwöhnt. Naja. Nein, und ich laufe im T-Shirt rum, ist schon warm. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und sonst? Nur das ist das, wo die Batterie so warm ist, Mama. Habt ihr Geschichten? Geschichten? Was für eine Geschichte möchtest du denn hören? Vielleicht irgendwas, was du erlebt hast oder von dein früher, als du noch Kind warst? Da kann der Jesse dir bestimmt was erzählen. Ach, okay. Du bist jetzt dran. Du wurdest gefragt, jetzt könnt musst ja du was beide. Erzählen. Ja, Jesse, dann schieß mal los. Ich muss auch irgendwas essen hier. Ja, genau. Und dir ausreden. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel du hören darfst. Ich habe schon ganz schlimme Dinge gehört. Erzählt ihr doch mal Geschichten. Ihr habt doch bestimmt dann schon ganz, ganz viel von anderen gehört. Die meisten erzählen von irgendwelchen Puma-Angriffen oder Bärenangriffen. Ja gut, aber das hat ja anscheinend jeder überlebt. Aber habt ihr schon mal einen Waschbär bekämpft? Ich nicht. Ja, die beißen sich nämlich fest, ne? Ja. So ein Bär, den siehst du überall. Aber so ein kleiner Waschbär, der schleicht sich um dich herum, zwischen deinen Beinen her und über den Rücken und ach, hat nicht noch Sonnenschein. Wir haben einen auf der Farm. Ja, dann weißt du ja ganz genau, was das für Viecher sind. Naja, Bären, das kann jeder. Aber so ein Waschbär oder so ein kleines Eichhörnchen, wenn die mal aggressiv sind, da ist doch so ein Bär ganz angenehm. Nein, danke, nicht nochmal. Den Bären hatten wir eigentlich auch schon. Echt jetzt? Und was habt ihr gemacht? Ich bin kurz stehen geblieben, dann konnte Sandy sich retten und dann hat mich der Bär von hinten umgehauen. Oha. Und ich konnte noch auf den Stein klettern. Ah, das hat dir wahrscheinlich das Leben gerettet, ne? Dafür habe ich ihn gestern gerettet. Naja, guck mal, dann gleich sieht das Ganze aus. Dann wurden wir nämlich entführt. Entführt? Oha. Oha, von wem? Von so einer Hexe. Von einer Hexe? Ja. Um Gottes Willen. Was wollt ihr mit euch machen? Uns essen. Mein Arm, wo hat sie auch ein Stück ausgeschnitten? Oh, das sieht aber nicht gut aus. Ja, muss noch ein bisschen verheilen. Ja, das wird schon. Das wird schon. Und wurde die jetzt schon gepackt, die Hexe, oder? Das ist schon mal sehr gut. Sie wurde erschossen und die Klippe runtergeworfen. Ja, das ist auch besser. Ja. Mann. Na, Jesse, jetzt bist du dran mit einer Geschichte. Jetzt bin ich dran. Hallo. Hi. Hallöchen. Samuel hat euch zwei schon gesucht. Achso. Ja, er will mit euch beiden spielen. Ist das okay? Ja, ist okay. Bei Essa musst du deine Geschichte erzählen. Jetzt bin ich mit der Geschichte dran. Ich habe eine Geschichte von zwei Wölfen.
Kennt ihr die Geschichte von den zwei Wölfen schon? Ich glaube nicht. Also, es war einmal ein Indianer mit seinem Enkelsohn. Und die beide saßen am Lagerfeuer. Die Nacht hatte sich übers Land gesenkt und das Feuer knackte und krachte, während die Flammen hoch hinaus in den Himmel züngelten. Nach einer langen Weile des Schweigens sagte der Alte zu seinem Enkel: Weißt du, manchmal fühle ich mich, als wenn zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend. Welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen? Fragte der Junge. Und der Alte antwortete: Der Wolf, den ich füttere. Ende der Geschichte. Und welchen fütterst du? Ich versuche natürlich, den Liebevollen zu füttern. Ich würde beide füttern. Beide? Warum beide? Ganz schön mutig. Das ist in dir. Ja, da ist was dran. Weil der eine würde ja dann hungern. Und so, umso hungriger ist, umso... umso mehr lag da an einen. Ja, umso gefährlicher ist er, ne? Ja, genau. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und so, der andere würde hier... dann immer so viel bekommen, dass er irgendwann zu verwöhnt ist. Das stimmt. Aber jetzt haben wir hier wen Neues in der Runde, ne? Ja. Dann erzähl du mal eine Geschichte. Ich kann nicht keine. Vielleicht irgendwas, was du schon erlebt hast? Oder wie du hierher gekommen bist? Mein Papa, den habe ich nie kennengelernt. Der ist, Mama hat gesagt, der ist einfach abgehauen. Und meine Mama hat ganz viel für Alkohol getrunken. Und dann ist sie auch weggegangen. Dann war ich mit meiner Schwester ganz alleine. Und irgendwann hat uns ein Mann mit nach Blackwater gebracht. Und da habe ich meine Freunde kennengelernt. Und du kommst jetzt aus Blackwater? Ja. Und dann habe ich Mama kennengelernt, die hat mich adoptiert und jetzt wohne ich hier. Und was gefällt dir besser? Valentine. Weil hier ist so viel Matsch. Mögt ihr Matsch? Ja. Sollen wir mal einen Wettbewerb machen? Was denn? Wer von euch drei sich am dreckigsten machen kann? Die zwei können das machen. Ich darf nicht, wurde von einer großen Katze gebissen. Oh. Ja. Dann legt mal los. Jeder noch einmal? Da muss ich jetzt mal gucken, wer denn jetzt hier gewonnen hat. Ich glaub Evan. Na, also das Gesicht würde ich auch sagen, Evan. Mal gucken. Mal hinten gucken, genau. Fair bewerten. Liegt aber auch an der Hose, weil die Hose von die Farbe angenommen hat. Die Hose heller ist. Mhm. Ja, das stimmt. Eben, richtig. Die Hose ist schon dreckig an sich.
Eigentlich unfair. Was sagst du? Eben klebt viel mehr dran. Ja, würde ich auch sagen. Hm. Ja. Ja, doch. Ja, das Handy ist halt zu leicht. Wer hat gewonnen? Oder wir machen einen Unentschieden draus. Mhm. Das wäre fair, ja. Dann machen wir einen Unentschieden draus. Das habt ihr beide gut gemacht. Ja, richtige Profis. Ja, können mein Münzenspiel noch spielen. Mal gucken, ob ihr den Rekord knacken könnt. Ein Münzenspiel, okay. Mhm. Ihr müsst rauf oder runter sagen. Wenn ihr richtig seid, dann dürft ihr nochmal. Wenn nicht, habt ihr verloren. 8-mal hintereinander richtig raten ist bisher der Rekord. Oha. Was müssen wir sagen? Rauf oder runter? Mhm. Mhm, aber eine nach der anderen. Wer möchte zuerst? Ja, ich fange wohl an. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, müsst ihr Schere, Stein, Papier spielen. Na, ich fange wohl an. Ich möchte nicht anfangen. Okay, also hoch oder runter? Ja, aber wo starten wir denn? Bei null? Ja, du musst ja, dann, das dann jetzt nicht höher. Nee, du musst hoch oder runter sagen. Dann höher. Also hoch. Und richtig. Oh. Dann gehe ich nochmal mit höher. Ja. Wer möchte jetzt? Ich. Runter. Richtig. Auch. Richtig. Hoch. Oh. Aber zwei schon mal mehr. Ja. Jetzt bist du dran. So, okay. Dann sag ich runter. Das ist... Nee. Ja, perfekt. Dann hab ich gewonnen. Ich möchte es auch nochmal. Doch. Vielleicht gewinnst du. Ich hab den Rekord schon. Ihr müsst das machen. Ah, dann kannst du uns ja beibringen, wie das geht. Das muss man ganz nach Gefühl entscheiden. Mhm. Möchte jemand eine Revanche? Ja, ich nehme noch eine. Okay. Was sagst du? Hoch. Genau, das war der erste Buggy, den ich immer noch am schönsten finde, weil ich mag den. Ach, das kann doch nicht sein. Ich nehm hoch. Das ist so die kleinere Version von diesem anderen. Ja. Du kannst es mal ausprobieren. Du schon mal. Doch. Da kann man leider nicht schummeln. Dann möchte ich auch nochmal. Ich sage wieder runter. Oh, das wird. Oh. Ah. Mhm. Nochmal runter. Das ist aber jetzt riskant. Ah. Ja. Schade. Das war viermal. Ich meine diesmal ein, richtig. Mhm. Na, möchte noch jemand? Ja. runter. Das sieht instabil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig? Hoch. Irgendwie, ich weiß nicht.
Nein, ich denke, also der sieht an sich nicht so stabil aus, aber weil er so hoch. Aber dieses Gefühl, dass irgendwie der könnte nach hinten oder nach vorne kippen, wenn es nicht richtig befestigt ist. Aber acht ich, Stück, das hab ist doch schon... runter gesagt. Hast du? soll nicht liegen. Netter Versuch. Ja. Mit dem Buggy? Also eigentlich sind die Buggy ja, gar nicht so weit. Weil die sind halt nicht für die Pumper ausgelegt. Wir dachten bei dem Verstecken. Verstecken? Hm. Habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Ja, ewig. Hallo. Wollt ihr da das spielen? Können wir machen? Wir machen das immer so, dass wir die Straße und die Häuser und hinter den Häusern nehmen. Mehr nicht. Ja. Weil sonst okay. Ist zu viel. Ja, das stimmt. Dann such ich euch. Na gut. Ich kann nicht zählen, aber ich lasse euch ein bisschen Zeit. Ich. Ben, musst du kurz in die Scheune reingehen. In Stall, ja. Achso, wer gefunden wird, muss dann auch mitsuchen. Also jetzt nicht sagen, wo man sich versteckt. Ja, besser nicht. Okay. Ja. Ich glaub. Was für ein Ungras worden. Hab dich. Ja. Ja, gut. Ich wollte gerade wechseln. Okay. Das ist dumm gelaufen.
ist der Mantel die 84. Mhm. Na, hast du Kalypso schon gesehen? Gar nicht, ja. Sie versteckt sich noch. Die versteckt sich noch? Mhm. Wir spielen Verstecken. Ach so, okay. Mhm. Ja, na, dann suchen wir schnell weiter. Viel Spaß. Mhm. Also gehört haben wir jetzt erstmal nichts. Ich möchte jetzt auch nicht reinplatzen, so unbedingt. Hallo, Miss Müller. Hallo. Wer fehlt denn noch? Gefunden. Ja, dann haben wir alle, ne? Hallo Evan, hallo Sandy. Hallo. Na, geht's euch gut, ihr beiden? Mhm, wieder besser. Ja. Sehr schön. Oh. Na, alle gefunden, Samuel? Mhm. Hab nur ich gefunden. Wir sind vollzählig. Ah, okay. Jo. Wusste auch gar nicht mehr, wie groß ein Haus hat. Dann macht weiter und habt Spaß. Mhm. Ja. Herr Shelby? Ja, jetzt im Dunkeln wird es natürlich ganz schwierig. Ja. Grine. Na? No. Habt ihr alle nur Lampe? Geht's Ihnen gut? Ja, und selbst? No, dann muss derjenige suchen, der eine Lampe hat. Das würde ich auch sagen. Sonst wird's ganz schwierig. Wer will denn hier eine Lampe? Weiß ich nicht. Ich bin auch eine, ich weiß das. Ja, gut, dann okay. Würde ich sagen, müsst ihr Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Nicht wohl wieder. Versucht. Und was ist, wenn wir beide das gleiche haben? So lange, bis einer gewinnt. Ja. Okay. Du musst wieder zählen. Bereit? Mhm. Eins, zwei und drei. Alles gut, Cindy? Ja. Okay. Und ist noch irgendwas vorgefallen in Valentine? Hier nicht, ne. Schon wieder.
Bis denn. Ja, ich muss suchen. Können Sie mich verstehen? Hallo? Ja, ja, hallo. Ja, ja, hallo. Jetzt, ja. Ich suche einen Dr. Hancock. Ist der vielleicht bei Ihnen? Nee, wir sehen, der ist da, die Person da, war. Da unten. Am Stall gewesen. Am Stall. Alles da, danke. Ja gut, dann ab in den Stall. Mhm. Und wir verstecken uns. Hey, was ist denn hier los? Ja, genau so. Mr. Raven? Schmied. Weil Mr. Raven. Sag mal. Noch suche ich ja einen Sicherheitsmann. Der... Ach, wollte ich gar nicht. Das war nicht der Plan.
irgendwie sagte man, dass irgendwie Leute mit gelben Klamotten irgendwie zu dieser komischen Head Foundation oder wie die heißt da gehört. Ich bin halt einmal Charakter, dem ist das vollkommen egal, auch wenn wir noch 2 Stunden warten müssen. Das ist eben vollkommen egal. Hey, mister. Genau. Piep. Hallo, Even. Hallo. Hey. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Das freut mich. Wann? Ja, ein paar Tage ist es ja, dass wir uns gesehen haben, oder? Das ist richtig. Ich hoffe, du erinnerst. Ich bin schon. Ich habe heute geheiratet. Hab ich gehört und konnte nicht hinkommen. Wirklich? Oh, schade. Du wärst sehr, also willkommen gewesen. Hättest gerne kommen können. Hätte ich mich gefreut. Wen hast du geheiratet? Ich hab's vergessen. James. James Sinclair. Ich weiß nicht, kennst du... Du müsstest ihn flüchtig kennen. Also, weil ich natürlich oft mit ihm unterwegs bin, dann wirst du ihm auch begegnet sein. Ach ja, das war der, der die Kutsche gerufen hat. Es tut mir leid, dass du es warten willst. Es tut mir leid, dass du unterwegs warst von deiner Ranch. Und der hatte die Kutsche gerufen. Und hat dich mitgenommen nach Valentine. So schwarze Haare. Aber egal. Wann kommst du uns eigentlich mal auf der Lavender Ranch besuchen, endlich? Würde ich gerne. Ich habe gehört, du arbeitest da jetzt. Ist schon eine ganze Weile. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal vorbeikommst. Weiter Weg, oder? Mm-hmm.
Kannst du oder ihr kurz mitkommen? Ich spiele gerade eigentlich Verstecken, möchte mich aber mit dir unterhalten. Ach so, nein. Ist alles gut, lass die anderen ruhig warten. Mit wem spielst du denn? Das ist egal. Mit wem spielst du denn? Mit Samuel und zwei anderen. Wirklich, wir können uns ein andermal weiter unterhalten, ja? Warte hier, ich bin gleich wieder bei dir. Ich versuche dich zu finden. Alles gut. Ja, mach's gut. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ich musste mich unterhalten. Ich habe sie so lange nicht mehr gesehen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ihr ist halt einfach so dämlich. Nee, hier waren wir schon. Wo war ich wieder? Es tut mir so leid. Ihr ist einfach. Oh Gott, das kannst du gar nicht erzählen. Stimmt, die hat ja geheiratet. Ja, da war was. Aber ich hab doch gerade Piep gehört von ihm. Wo ist er denn? Ich bin blöd für sowas. Hallo. Ich kann sowas nicht spielen, einfach nicht. Piep. Ja, aber wo? Hat er sich runtergeklettert oder was? Hey. Pfff. Ja, da sind echt zu blind. Auf dem Dach oder was? Ey, ich geh nicht aufs Dach. Kann ich vergessen. Ich werde niemals aufs Dach gehen mit ihm. Ja, ich bin früher in einer Kavallerie und ich hab mich damals in einer Hä? Hä? Ich will mit ihm nie wieder verstecken. Tennessee aus. Richtung Kalifornien. Ja. Sehr schwierig. Oh, die sind weit rumgekommen. Aber das soll nicht mehr die Straße. Wenn es hier wäre. Ich hab keine Ahnung. Hier passt man doch nicht drunter, oder passt man nicht drunter? Ich bin nicht blind. Hä? Ich kann das nicht. Eben, du hältst dich gleich lieber wieder mit Jun, das macht ihm erst was. Ich bin nicht mehr gelaufen. Ich ein paar geheiratet, hat, aber wer es war, die Siegers waren, das wusste ich nicht. Gott. Oh Gott. Wer fehlt noch? Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich glaube. Komm, wir suchen.
Handy, du hast Konkurrenz bekommen. Uff. Alles gut bei euch? Ja. Wo ist das Handy? Ich glaube, ich bin der Erste. Achso, ja. Wer muss suchen? Wir beide. Ihr beide? Ich war unter dem Tisch da. Okay. Und er ist die ganze Zeit an mir vorbei und hab die ganze Zeit piep gesagt. Er hat mich nicht gefunden. Ja, okay, dann mal auf, dann such mal schnell Sandy, wo die ist. Ja. Ich dachte, ich bin schon der Letzte, weil er so lange da ist. Ich musste mich noch mit Jun unterhalten. Ja. Tut mir leid. Ich hab ein Ding mit der kleinen Phoebe. Ich war noch nebenbei beschäftigt, es tut mir sehr leid. Aber so gut mit deinem Ding, du passt halt absolut perfekt ins Bild. So gut. Wo hast du schon geguckt? Ich war in allen Häusern drin und in allen Zimmern. Also draußen irgendwo. Mhm. Ich kann nicht, ich will nicht mehr. So gut. Wir sind die los, Computer. Dürfen die da auch? Eigentlich nicht. Da? Oh, okay. Dann guck du links hinter und ich rechts. Mhm. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. So gut. Nee. Wir machen es anders. Ich kann das nicht. Bin ich der Erste, den du gefunden hast? Mm-mm. Okay, gut. Aber lange gebraucht. Ich dachte schon, ihr habt aufgehört, uns zu suchen. Und ich dachte, wir lassen die jetzt da versauern im Versteck. Ich kann das nicht, ich will so nicht arbeiten. Wen müssen wir denn noch suchen? Samuel habe ich schon gefunden und dich. Okay. Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat. Es tut mir so leid. Also vielleicht. Aber mit jedem kann man so einfach nicht spielen. Es funktioniert aber nicht, weil man jedem suchen lässt, den er sich von allen ablenken, was passiert. Aber macht nicht dafür, dass er so gut. In den Häusern verstecken ist auch erlaubt. Mhm. Aber eigentlich war ich schon in jedem Zimmer drin. Oh Mann. Ich hoffe, das war euch eine Lehre, dass ihr eben nie wieder alleine suchen lasst. Lässt sich halt komplett von allem ablenken, was passiert. Ich hoffe, das war eine Lehre. Hoffentlich schon rein noch da. Also das Versteck von Samuel, das war so gut. Das hat so gut ins Bild gepasst. Unglaublich. der Farbton hat alles gestimmt. Wander, wenn sie will, ja. So, gut. Ja, die Dame. Ah, Mann. Ich hab mich weggeschmissen neulich. Was Shelby im Saloon. Oh Mann, ich kann das nicht. Ich kann nicht mehr.
nicht. Oh mein Gott. Die sind aber auch gut versteckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich auflösen soll, dass ich mich noch mit Schön unterhalten, aber ich weiß es nicht, ob ich das tun soll oder nicht. Ja, das war immer besser, damit die wissen, dass es nicht funktioniert, wenn ich alleine suche. Das kann schon mal ein paar Stunden dauern. Oh Mann. Hast du jemanden gefunden? Wir suchen noch Cindy und... Ah, da bist du. Hey, Samuel ist auf mich aufgesprungen. Wo ist er? Ich muss ihn das noch hören. Er ist vorhin immer auf mich draufgesprungen, heißt nicht gemerkt, dass ich. Entschuldigung. Wo warst du denn? Warte, ich zeig dir. Sieht man dich auch gar nicht. Deswegen bist du das erste Mal übersprunglich gekommen, weil ich im Weg war. Dann bist du auf mich drauf gesprungen. Geht dir gut? Ja, geht. Okay. Jetzt fehlt nur noch einer. Ja. Ich hab... Auch Evan geärgert. der wusste nicht, wo ich bin, und ich hab die ganze Piepke gesagt. Oh Mann. Nächstes Mal möchte ich bitte auch wieder suchen. Das ist genauso gut versteckt. Ich dauere. Unter dem Tisch beim Metzger. Oh. Ja. Ist offen. Und oder so, rein. Wenn wir oder mal drei sind, ist es nicht so eine riesige. Ich habe jetzt gerade überlegt, oder ob ich die große, wo Lucy auch hat, holen soll. Wie heißt der noch? Oder hat da, die Grenzen sind wieder offen. Ich weiß nicht mehr, wie auch aussieht. Ich muss gerade mal kurz was aufschreiben und nicht wundern, wenn ich gerade nicht so reagiere. Hey, Bonnie. Einen wunderschönen guten Tag, Miss Tornado. Guten Tag, Mr. White. Geht's Ihnen gut, Lady? Ja, auf jeden Fall. Und dir? Ja, kann ich klagen. Hatte ich der Westen doch freigelassen, für ein bisschen in den Osten zu kommen? Ich hab keine Ahnung. Okay. Das ist bestimmt irgendwo, wo er nicht sein darf. Und dann habe ich immer gesagt, ihr könnt mich. Dann müsste er auf den Dächern sein. Wenn hier niemand ist, mal ich gehe nicht hoch. Vorsichtig. Ich werde nicht da wie die Dächern rumkraxeln. Hallo. und,
Weiß nicht, wo. Ja, wir müssen halt noch suchen. So etwas, ich etwas, auch nicht. Denke ich mal, erledigen. Die ihn noch nicht gefunden? Mm-mm. Keine Ahnung. Ist sie denn? Samuel! Ah, da ist sie doch! Ja, ich bin so auf sie drauf gesprungen, hab's nicht gemerkt. Echt? Wirklich? Ja. Okay. Ja! Sie war ganz gut getarnt. Ja, Sandy beherrscht verstecken. Ja, Samuel aber auch. Komplett. Wie gesagt, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ja, schlaf gut. Ja, danke. Ihr auch. War der das? Was? Der. Was der? Mm-mm. Den haben den wir schon Mann, gefunden. Mit uns gespielt. Ah. Ja, das war der. Ja, das war der, mit euch gespielt hat. Wie sieht dein Freund noch mal aus? Jetzt, er ist auch so dunkel gekleidet. Ja, es tut mir leid, ich hab das Spiel so lange in die Länge gezogen. Es weiß keiner mehr, wer aussieht. Nein, das war doch ein anderer. Ein anderer? Das war der was heute mit euch und Heinz gespielt hat. Es tut mir so leid, dass ich das so länger gezogen habe. Ich musste mich Randy ist auf jeden Fall nicht schlafen gegangen. Sicher? Dann hätte er mir Bescheid gesagt, ja. Aber ich spiele ohne dich, Anne. Ja. Ich denke nicht, dass er irgendwo auf dem Dach ist. Ja, dann habe ich keine Ahnung, wo er sein soll. Wohl weitersuchen. Ja. Da, keine Ahnung. Vielleicht ist auch genau wie waren das Lehmann? War Lehmann das heute zum Arzt gegangen nebenbei? Keine Ahnung. Ja, die einzige Möglichkeit, die wir noch hätten, aber ich gehe auch nicht nach hinten in die Praxis. Also. Keine Ahnung, vielleicht noch Richtung Stall irgendwo gelaufen oder so. Keine Ahnung. Ich geb's auf. Die Konzentrationsspanne ist von der ewigen Schlange überzogen. Da ist er doch. Hat er mich nicht gefunden? Ich hab ihn gefunden. Mm-mm. Du bist dreimal an mir vorbeigelaufen. Mm-mm. Ja, komm mal mit. Ich bitte, ich spiel lieber. Niemals verstehen, niemals. Nein, in der Ecke lag ich. Wir wissen nicht, okay. Bist hier aus dem Saloon gegangen, da oben raus. Man darf, eben kann sowas nicht erkennen. Er ist extrem schwer zu spielen, aber er kann es aber nicht. Jetzt haben wir noch einen verloren, ne? Warum? Der noch sucht. Der Samuel ist eben an uns beiden vorbeigerannt. Ja.
Hat jemand Lust auf Musik? Ach, da klar. Ah, ne, da kommt Space Taxi to the sky. Dankeschön, Kai. Jawohl. Ich lackiere eine Ecke. Den Red und dein Busch. Wirklich? Bin ich auch bei dir vorbei. Ja. Naja. Wir dachten schon, du versteckst dich da, wo du nicht darfst. Nein. Das haben wir ja vorher abgeklärt, ne? Guten Tag zusammen. Hallo. Guten Tag. Adios. Na gut, ich lege mich jetzt aber mal schlafen. Mhm. Vielleicht komme ich gleich nochmal rum. Mhm. Wir sehen uns. Mhm. Ja, bis dann. Bis dann. Nacht. Jo. Ich hoffe, das war eine Lehre für euch alle, dass ihr eh niemals suchen lasst. Mhm. Wir haben nebenbei noch mit